Ich fliege das erste Mal nach Australien. Zwar alleine, aber ich darf das erste Mal in meinem Leben Business Class fliegen. Und es hat sich auch direkt gelohnt, denn wie ihr seht, war die Gepäckabgabeschlange ultra lang. Und auch wenn es cool war, hat es sich irgendwie trotzdem total komisch angefühlt, da jetzt nicht anstehen zu müssen. Und was auch komisch war, nicht am Gate zu warten, sondern in eine Lounge zu können und dann nur noch als Erste zu boarden. Normal steige ich nämlich immer als Letzte ein und kann gar nicht verstehen, warum Menschen als Erstes einsteigen wollen. Aber als ich dann meinen Platz, den ihr jetzt gerade hier seht, gesehen habe, hat es irgendwie Sinn gemacht. Das Flugzeug war übrigens eine A380, also das größte Passagierflugzeug der Welt. Und dort habe ich es mir nach dem Start dann auch direkt bequem gemacht und dann gab es auch schon Essen. Und das Essen war einfach ein Drei-Gänge-Menü, bei dem man auch aus unterschiedlichen Sachen wählen konnte. Und nach einem kurzen Abstecher auf der Toilette, wo es auch viele coole Sachen gab, habe ich mich dann auch erstmal hingelegt und versucht zu schlafen. Das hat nicht geklappt, also habe ich erstmal alles shit Kopf geschaut und mies gemeint. Aber danach habe ich dann doch nochmal die Augen zugemacht und dann waren wir einfach schon in Dubai. Dort hatte ich dann 2 Stunden Zeit, die ich in der Lounge verbracht habe, bevor es dann zum langen, zum 14-Stunden-Flug ging. Da war ich dann echt ein bisschen aufgeregt, weil ich habe eigentlich ultra Flugangst, aber ich habe einfach den meisten Flug geschlafen und dann waren wir auch relativ schnell da. Und nach insgesamt 24 Stunden unterwegs war ich dann so erleichtert, da zu sein, aber auch total fertig. Deswegen hieß es dann schnell ins Bett, denn morgen geht es schon das erste